Energie. Richtig, Energie. Energie. Oder Energie. Oder Energie. Spürst du das? Es geht um ganzheitliche Gesundheit. Und es geht um energetische Gesundheit. Es geht um energetische Behandlung bzw. energetische Heilung. Und da ist natürlich die Energie das Wichtigste überhaupt. Und welche Energie ist das und wie funktioniert das? Wir haben ja einen Energiekörper. Herzlich willkommen zu unserem 5. Video in dieser Reihe. Und wir begrüßen gemeinsam wieder Sandra. Sandra Ananda ist wieder da. Ja. Schön, Sandra, dass wir das gemeinsam machen können. Und ihr seht schon, sieht irgendwie anders aus. Wir haben gar kein Kartenorakel hingelegt. Wir haben keine Runen, gar nichts. Aber wir haben eine Box. Eine Box mit einem Löchlein. Aber lass dich überraschen. Sandra, Energie. Hallo, Andreas, danke. Hallo, ich bin auch wieder da. Ja, Energie. Du hast es gerade sehr schön in der Anmoderation deutlich gemacht, wie unterschiedlich Energie sein kann. Und tatsächlich geht es jetzt um Energie. Und Energie. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Wir haben ja schon gesagt, dass die Ursache von Krankheiten energetische Gründe haben können. Und dass eben entsprechend diese Krankheiten, wenn es denn sie gibt oder überhaupt, die Ursachen nur energetisch bewirkt, also geheilt werden können. Und dafür ist es schon auch spannend, einfach mal zu sehen, wie das denn eigentlich läuft mit der Energie. Also wie geht denn das und wie wirkt denn das eigentlich? Und für unser geistiges Auge und für unseren Verstand ist das genau der Bereich, der, wenn wir uns damit nicht auskennen, uns erstmal Angst macht, der uns in Erstaunen versetzt und der einfach ganz viele Fragezeichen, bling, 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 über den Kopf auch macht. Und das ist dann auch der Bereich, wo der Verstand aussetzt, wo der Verstand einfach zur Ruhe kommt, weil er irgendwann nicht mehr mitredet. Und bevor er zur Ruhe kommt, geht er manchmal noch in Widerstand, aber nicht lange. Genau. Ja, und heute haben wir uns überlegt, dass wir in dieser Folge ein bisschen oder ich ein bisschen darüber spreche, wie ich mit Energie arbeite. Also eine meiner energetischen, also ich benutze ein Werkzeug, um energetisch zu arbeiten, das ist ein Tensor. Und du weißt, was ein Tensor ist, den nimmt man in die Hand und der wackelt genau. Vorne, hinher oder rund und so weiter. Genau. Das heißt, nee, der andere ist nicht da. Okay. Okay, wir haben es versucht. Lassen wir es. That's life. Genau. Jedenfalls arbeite ich mit einem Tensor, um Energie darzustellen und damit auch Dinge zum Beispiel abzufragen. Alternativ dazu, wenn ich keinen Tensor habe, habe ich trotzdem meine Möglichkeiten. Und das ist zum Beispiel auch einfach die Kinesiologie, wobei die Kinesiologie mit Muskelkraft, mit Muskelenergie arbeitet. Vielleicht kennst du den kinesiologischen Selbsttest, den kann ich jetzt einmal zeigen. Und zwar die Kamera. Du machst deine beiden Finger zusammen. Vielleicht, also wenn du es noch nicht kennst, machst sie zusammen. Nicht so ganz viel Druck, dass es weh tut, sondern so ein bisschen, aber so, dass es fest ist. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Zum einen kannst du hier wie ein Kettenelement die anderen Finger auch so und dann ineinander verschränken. Oder du nimmst einfach einen Finger zum Gegenhalten. Jetzt ist der Clou, wenn du jetzt mit deiner Körperweisheit dich unterhältst, also mit deiner Muskelkraft und sagst, bitte gib mir ein Ja, dann machst du deinen Finger nach oben oder versuchst das auseinanderzuziehen. Und was ist ein Ja? Also bei mir ist das, als wäre da eine Arretierung, als wäre da ein Schloss. Das geht einfach nicht auf. Aber wenn ich meinem Körper sage, bitte gib mir ein Nein, huch, dann flutscht das so durch. Ja, und das ist zum Beispiel Kinesiologie, das ist Körperenergie, Arbeit mit Körperenergie. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und ich habe mir für heute überlegt, gleich mal die Energie darzustellen, zum Beispiel in einer systemischen Aufstellung. Wir wollen jetzt gleich mal eine
Aufstellung hier auf dem Tisch machen. Und ich möchte einfach mal zeigen, wie das wirkt. Wollen wir starten? Los geht's. Los geht's. Da, 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 da. Wie mache ich das? Systemische Aufstellung, wer es noch nicht kennt, kann man mit verschiedenen Dingen machen. Man kann es mit Menschen machen. Das ist das, was viele Menschen kennen, was sie schon mal gehört haben, wo sie sehr kritisch sind. Man kann energetische Aufstellungen auf dem Boden machen mit Fußbodenankern. Die heißen so, das ist einfach ein Blatt Papier, da steht was drauf. Und da kann man sich dann da draufstellen und reinspüren. Man kann das aber auch ganz klassisch auf dem Brett machen. Und das ist jetzt einfach nur dieser Bereich. Und jetzt ist die Frage, was stellen wir auf? Wir hatten so verschiedene Ideen und wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir stellen jetzt mal ein inneres Team auf. Ja? Jeder hat ja ein inneres Team und genau darum geht es jetzt. Genau. Es geht jetzt um das innere Team. Und wer gehört zum inneren Team? Und es geht immer noch um Energie. Ja? Ich will die Energie versuchen darzustellen. Ich hoffe, es gelingt mir. Schauen wir mal. Ja, klar. Also, wir nehmen mal das innere Team und gehen mal zu der Energie Angst. Angst ist eine große Emotion, aber Angst hat eine ganz eigene Energie. Und wenn wir jetzt sagen, wir gehen mal, ich gehe mal hier in diese schöne Kiste rein. Hier sind so ganz viele schöne Playmobil-Figuren. Und Andreas, vielleicht magst du mir helfen. Wer von denen könnte denn für Angst stehen? Einfach reingreifen, einnehmen. Einfach reingreifen, einnehmen. Okay. Nimm den mit dem Helm. Ich nehme den mit dem Helm. Der hat Angst, dass den Kopf stößt. Genau. Der hat Angst vor ganz viel. Und der mag gar nicht gerne gucken. Und der setzt sich dahin und eigentlich mag der auch nicht gesehen werden. So. Das ist Angst. Ist das der, der Angst hat oder ist das Angst? Die Angst. Das ist die Angst. Okay. Hat mir gesagt eben so. Das ist die Angst, okay. So, dann haben wir, wen haben wir noch im inneren Team? Dann haben wir einen Antreiber. Der Antreiber ist da. Dann haben wir, wen haben wir noch? Wir haben einen Ehrgeizigen. Der kommt dahin. Wen haben wir noch im inneren Team? Wer könnte da noch sein? Hast du eine Idee? Den Fürsorglichen. Wir haben eine Entwicklerin, die immer neue Ideen hat und ganz kreativ ist. Wir haben, habe ich den Ehrgeizling schon? Ja, ne, habe ich schon. Wen haben wir denn da noch? Den mütterlichen Aspekt? Okay. So ein bisschen mit der Fürsorglichen einher. Wen haben wir denn noch? Den inneren Vater. Ja. Und wen nehmen wir noch? Wir nehmen die innere Prinzessin und den inneren Prinzen. Ja, haben wir alle in uns. So, wen haben wir noch? Wen nehmen wir noch? Dann gibt es einen, der für Ordnung sorgt. Und die stehen jetzt alle um Angst. Und die sind so konzentriert auf Angst und reden alle durcheinander. Und keiner kriegt irgendwas mit. Und dann kommt von außen etwas dazu. Das ist jetzt irgendein Ereignis aus dem Außen. Und Angst sagt: Ich habe Angst, ich habe Angst. Und was machen die? Stellen sich alle zusammen. Machen noch mehr dicht. Keiner kümmert sich um das Außen. Alle fokussieren sich auf Angst. Und Angst schreit. Und das, was da von außen kommt, kommt nicht rein. Aber findet doch einen Weg, oder? In dem Falle schon. In dem Falle schon, genau. Was wäre, wenn Angst, guck mal, der Ehrgeiz liegt, was wäre, wenn Angst sich zeigen würde
und die anderen Angst wirklich angucken und wirklich Angst zuhören, statt sich nur drumherum zu stellen. Was wäre, wenn alle Angst ein bisschen Platz geben und den Kreis in sich etwas erweitern würden? Was wäre dann mit Angst? Angst hat erstmal Platz. Genau, Angst hat Platz. Ihr wird Raum gegeben. Ja. Yeah. Was passiert, wenn Angst Platz hat? Dann geht das Visier automatisch hoch. Alle gucken Angst an. Und jetzt kommt was von außen. Und Angst sagt, hey, da ist was los. Was machen die anderen dann? Dann drehen sie natürlich um. Dann drehen die sich um. Das heißt, dann ist nicht mehr nur die Angst da, sondern das gesamte innere Team ist aufmerksam und aktiv und schaut, was ist los. Und alle gemeinsam können sie das dann beurteilen, was von außen kommt. Oh, es ist nur ein Elefant. Was für ein Süßer. Genau, was für ein Süßer. Vorher war da eine große Angst vor dem großen Monster vielleicht. Ja? So, was will das sagen? Was ist die Energie darin? Was war es vorher für eine Energie? Und was ist es jetzt für eine Energie? Ja, das eine war geschlossen, das andere war, das ist jetzt offen. Ganz eine genau. Offene Energie. Ja, und was passiert, wenn es offen ist? Wenn es offen ist, dann kommt es wieder ins Fließen. Dann kann nämlich zum Beispiel der, der sonst Ordnung hält, kann dann nämlich nach vorne gehen und sagen, so pass mal auf, ich regel das hier mal schon. Ihr müsst jetzt hier nicht alle und wir müssen auch nicht bibbern und wir müssen uns jetzt ja auch nicht verstecken und flüchten müssen wir sowieso nicht und kämpfen brauchen wir auch nicht mehr. Wir gucken uns das jetzt hier einfach mal in Ruhe an und bleiben einfach mal gelassen. Gleich ist die Energie eine andere. So, und dann gucken sie sich alle wieder an und Angst bekommt einen festen Platz in der Gruppe und steht nicht mehr im Mittelpunkt, weil sie Raum kriegt und weil ihr alle zuhören und weil dann jede einzelne innere Instanz in die eigene Aufgabe kommt. Wie kann denn zum Beispiel die fürsorgende Rolle, die wir alle in uns haben, das ist der oder die Fürsorgerin, die wir das Mütterliche zum Beispiel nennen können. Wie kann die denn laut sein und wirklich für alle sorgen? Also in dem Fall, wie kann ich für mich sorgen, wenn ich die ganze Zeit Angst habe? Kann ich doch gar nicht. Ich bin doch so mit Angst beschäftigt. Wie kann ich da für mich sorgen? Und diese Stimme ist dann sehr leise, weil Angst so laut ist. Und das ist die Energie, die kann ich verändern, indem ich mir das bewusst mache, wie zum Beispiel ich mit meinem inneren Team aufgestellt bin. Wo stehe ich denn? Genau. Das ist ein Beispiel für Aufstellungen. Und ja, ein anderes Beispiel für Aufstellungen ist zum Beispiel, wenn jemand vor einer Umzugssituation steht und sich nicht entscheiden kann zwischen drei Orten und keine Ahnung hat, wo er hin möchte. Da gibt es zum Beispiel noch die Möglichkeit, dass man das aufstellen kann, auf Zettel schreibt, auf den Boden. Und ja, ich leite das dann an, dass die Leute sich draufstellen können und spüren und ich stelle Fragen. Und meistens ist das so, dass dann die Körperweisheit voll angesprochen wird. Der Verstand ist raus und die Energie fließt da, wo sie fließen will. Die zeigt sich einfach. Die Energie, die da ist, die wir vorher mit dem Verstand gedeckelt haben, die zeigt sich. Und meistens ist das dann eine leichte Entscheidung, was machen. Letztens hatte ich auch einen netten jungen Mann bei mir, der sich auch entscheiden wollte, kaufe ich mir ein Haus oder gehe ich auf Reisen? Und das hat ihm geholfen, sich zu entscheiden. Und jetzt hat sich so viel bei ihm geöffnet durch diese Entscheidung, dass er einfach wieder frei fließt. Also auch er in seiner Energie wieder frei fließt.
Wunderschönes Beispiel. Ja. Ganz toll. Ja, schön. Frei fließen. Die Energie wieder frei fließen lassen. Ja. Und um dahin zu kommen, kann man das dann so machen? Das ist eine Möglichkeit. Wieder eine von vielen Möglichkeiten. Ja. Es gibt immer so viele Möglichkeiten. Und es ist wirklich jeder eingeladen, für sich seine Sachen einfach mal auszuprobieren und einen Menschen zu finden, der das wirklich gut kann und einfach Lust hat, das zu machen. Und dann darf es fließen. Ja. Definitiv. Ja, wenn man will. Voraussetzung ist die Entscheidung. Voraussetzung ist, dass man wirklich eine eigene Antwort aus sich heraus finden möchte auf die Dinge. Und das heißt nichts anderes als Selbstverantwortung übernehmen für das eigene Denken und Handeln und für die Veränderung, die es braucht. Ja, genau. Und dann hast du uns jetzt noch eine Körperübung mitgebracht. Ja, genau. Ja. Sag uns vielleicht noch drei Worte dazu und dann gucken wir die erstmal. Wir gucken die erstmal. Erst gucken? Ja, erst gucken. Bist du erst dabei? Okay. Los geht's, wir gucken. Also, viel Spaß, mach ruhig mit. Jetzt habe ich eine kleine Übung, Stressreduktion fürs Büro und für den Alltag. Ob du nun im Büro bist oder nicht. Dafür stehst du am besten. Du kannst diese Übung auch im Sitzen machen. Aber im Stehen ist es gut, weil du dann wieder den guten Kontakt zur Mutter Erde hast. Egal, wo du stehst, du kannst auch gerne deine Schuhe ausziehen und den Kontakt noch mehr verbessern. Wenn du das im Büro nicht möchtest, okay. Okay, also du stellst dich hin, machst die Knie weich, die Beine stehen hüftbreit auseinander. Du bist ganz locker. So, dann legst du deine rechte Hand auf dein Herz, deine linke Hand auf deinen Bauchnabel und spürst einfach mal in dich rein, wie es dir gerade geht. Was hat dich gerade gestresst oder was ist gerade, was beschäftigt dich, was kommt? Welche Gedanken ziehen durch dich durch? Spür einfach, schließe deine Augen und schau, wie du gerade da bist. Jetzt lässt du die linke Hand auf dem Bauchnabel und gehst mit der rechten Hand unterhalb des Schlüsselbeins, ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen mit dem Mikro, und massierst die beiden Stellen ohne Druck, ganz vorsichtig, ganz leicht. Das sind auch Meridianpunkte und Akupunkturpunkte, die du jetzt einfach beachtest, denen Beachtung schenkst und sie durch das leichte Ausstreichen ausstreichst. Genau, ganz leicht. Dann, wenn du das Gefühl hast, so jetzt reicht's, kannst du auch bis 6 oder bis 10 zählen, dann hörst du auf, schüttelst die Hand aus, wechselst die rechte Hand auf den Bauchnabel mit der linken Hand die Punkte. Massieren in Ruhe. Und wenn du denkst, du bist fertig, wieder ausstreichen, dann mal die Füße ausstreichen, lockern, Beine locker, okay. Wieder die linke Hand auf den Bauchnabel, die rechte Hand aufs Herz legen. Spüren, ist schon was anders. Okay, jetzt geht die rechte Hand, der Finger unter die Nase, der Daumen hier unten aufs Kinn. Ich habe da eine Kuhle, vielleicht du auch. Und dann massierst du hier. Ganz vorsichtig. Nicht, kein Druck, gar nichts ausüben. Schließ gern die Augen beim Massieren, um das mehr zu spüren, um dich noch mehr dahin zu fokussieren. Achtsam, langsam. Und wenn du fertig bist, schüttelst du die Hand aus, dann wechselst du die rechte Hand auf den Bauchnabel und nimmst die linke Hand, Zeigefinger unter die Nase, den Daumen unten aufs Kinn und leicht massieren. Augen schließen, achtsam. Atmung nicht vergessen. Ruhig den Atem etwas größer machen, in den Brustraum rein. So, und wieder ausschütteln, locker machen. Wie geht's dir gerade? Ich finde, diese Übungen sind so leicht und so effektiv. Die Hand, die übrigens den Bauchnabel hält, hält dich sozusagen, gibt dir Sicherheit, gibt dir Halt. Und ja, die andere ist eben aktiv. Und die dritte
Genau. Die dritte Übung ist die eine Hand auf dem Bauchnabel und die andere Hand geht hinten auf dein Steißbein. Also Kreuzbein noch ein bisschen runter, Steißbein. Und dann massierst du da ein bisschen. Ganz leicht. Ohne Druck, ohne Stress. Wenn du Probleme hast, mit der Hand da hinten runterzukommen, guck mal, ob du vielleicht dir irgendwie helfen kannst. So. Einfach lassen, leicht streichen. Schließ nochmal die Augen und spür das nochmal. Jetzt bist du nämlich am Anfang deines Lenkergefäßmeridians hinten. Und das geht von, also über die Mitte und endet dann nachher hier oben. Und das streichst du den Anfang aus. Das bewirkt auch den Ausgleich dieses Meridians hinten. So, und dann wechselst du natürlich auch mal ausschlagen, die Schulter entlasten, wechseln. Die rechte Hand geht nach hinten. Und streichst du hier auch noch mal aus. Ja. Einfach entspannen, genießen. So. Und dann schlägst du noch mal deine Hände, deine Arme, Beine, Füße ausschütteln. Und jetzt machst du noch dein Lenkergefäß vorne. Das heißt, du legst eine Hand vorne auf dein Schambein. Und das muss nicht aufliegen, nicht anliegen, sondern darf hier in deiner Aura vorne an sein, ruhig mit Abstand. Und dann stellst du dir vor, wie so eine Bürste, die du ausstreichst. Also an dir klebt eine Bürste und mit der Hand streichst du die aus. Bis nach oben. Und nochmal von unten nach oben. Putzt du dich jetzt aus. Kannst auch die andere Hand nehmen. Wunderbar. Ausputzen, Hände ausschütteln. So, wie geht's dir jetzt? Also ich finde es gut. Mach es, fühl dich frei. Ich weiß, manchmal ist es so, dass diese Übungen kompliziert erscheinen und manchmal muss man die Abläufe üben. Schau dir das Video gerne immer wieder an. Und irgendwann kannst du es von alleine und du darfst auch was auslassen und was vergessen und dann nochmal anfangen. Egal, fühl dich frei, Hauptsache du machst es. Es muss nicht perfekt sein. Der Körper freut sich, wenn du ihm auf diese Weise auf jeden Fall Unterstützung gibst. Und du fühlst dich danach viel freier. Danke. Ich habe noch eine Übung für die emotionale Stressreduktion im Alltag. Vielleicht kennst du das, dass jemand sich an den Kopf haut. Oh. Ja? Was ist das für eine Emotion? So eine oh, genervt. Oder wenn der Kopf schwer ist vom Denken, dann halten wir den meistens fest. Oder wenn jemand richtig doll grübelt, dann geht das meistens so. Das ist eigentlich ziemlich schlau, weil tatsächlich ist es so, dass hier vorne zwei Punkte sind, die für den emotionalen Ausgleich zuständig sind. Das heißt, intuitiv machen wir es schon. Da ist die Intuition, Körperweisheit. Ja? Dein Körper macht schon, dass du automatisch das machst, wenn es dir reicht oder wenn es einfach alles zu viel ist, das Denken und das Fühlen. Und ah. Was du machen kannst, ist, wenn du spürst, dass du eh schon in deinem Gesicht rumfingerst, du legst einfach, du stellst dich hin, Füße auf dem Boden, lockere Knie, alles locker, eine Hand auf den Bauchnabel und dann massierst du da oben die beiden Punkte. Stell dir vor, das sind die Stellen, wo Hörnchen draus wachsen würden, wenn du ein Tier wärst. Und da bist du auch bitte ganz vorsichtig, nicht drücken oder so, sondern wirklich ganz entspannt kreisen oder wenn du möchtest, kannst du auch streichen. Spüre bitte, wie es für dich richtig ist. Denn es kann sein, dass du heute streichen magst und morgen drücken. Das ist jeden Tag anders. Und dein Körper weiß das. Und dann schüttelst du deine Hand wieder aus und wechselst die Hand hier rum. Und machst dann die andere Hand auf die Hörnchen. Und dann ist es auch so, was du damit erreichst, dass du tatsächlich
innerlich zum Stillstand kommst, weil du dich fokussierst. Und das ist in allen Übungen im Alltag so. Fokussieren, atmen, Gedanken, es ist so viel leichter, als wir immer denken. Wir sind immer dabei, wir wollen uns drücken und stellen uns das sonst wie kompliziert vor, aber es ist viel, viel leichter. Es braucht nicht viel, es sind ein paar Minuten und du kannst es sogar an der Kasse machen. Du kannst an der Kasse stehen, hast gerade den Einkaufswagen geleert, alles ist auf diesem Band. Du lehnst dich an und streichst mal kurz dein Lenkergefäß aus, weil der Einkauf war einfach anstrengend. Und wenn du dich ausstreichst, holst du dich wieder hoch und in deine Mitte. Und du kannst auch mal kurz hier ausstreichen, wenn du merkst, um dich herum, die Menschen sind so aufgeregt und aufgewühlt und so viele Emotionen und so viele Gedanken. Und dann, ja, streich dich aus, genau, streich dich aus. Und das kannst du immer machen, sogar in der Kasse, im Bus, wo auch immer du bist. Viel Spaß, viel Freude und Leichtigkeit und Balance im Alltag. Es darf einfach sein, danke. So, hast du fleißig mitgemacht? Ja? So, oder mache ich das richtig? Ja, genau. Ja, genau ganz, so, ganz, ja. Leicht, ja, genau. Ja. Ganz leicht. Ja, mache ich genau. Ganz leicht. Ne? Genau. Ja, toll, wunderbar. Ja. Genau. Ganz einfache Übung für den Alltag. Noch eine Übung, um die Gedanken einfach auszuschalten und sich ein bisschen Leichtigkeit zu geben. Und die Energie fließen zu lassen. Ja, und es ist dann immer die eigene Fürsorgerin und der eigene Fürsorger, der oder die dann den Part übernimmt und den Raum hat. Genau. Und uns versorgt. Auch dann. Das, genau. Damit. Fürsorgt, richtig. Für uns sorgt. Für uns sorgt. Versorgt, für uns genau. Sorgt. Das ist genau. Die dann die Selbstfürsorge, richtig. Ja. Genau. Abschließend vielleicht noch ein kleines Stichwort zur Schwingungsmedizin. Ja, abschließend, genau. Dazu noch, ich selber wende eben auch Schwingungsmedizin an, indem ich Symbole benutze als Heilmedizin in dem Sinne, Heilung ist so eine Sache. Das Ding ist, durch diese Energiesymbole werden Impulse gegeben in den Körper und dadurch werden die Selbstheilungskräfte aktiviert. Also das ist die Heilung daran, ne? Dass es eben um Selbstheilung geht. Ich setze im Prinzip nur Impulse und ich teste das eben alles aus. Das, was der Körper gerade braucht, das bekommt er. Also kleines Beispiel zum Beispiel, ich habe am rechten Bein eine Krampfader und hatte mir so ganz ehrgeizig vorgenommen, okay, ich gucke jetzt mal in meinen Symbolen, was ich brauche. Und ich habe so eine homöopathische Symbolapotheke und habe mir eins ausgesucht und habe es dann aufgezeichnet mit einem Tattoo, also mit so einem Tattoo-Stift. Und es war total faszinierend. In dem Moment, wo das fertig gezeichnet war, schoss es mir so richtig so ein ganz fieser Schmerz, ganz kurz, einmal durchs Bein. Und seitdem ist es tatsächlich so, meine Selbstheilungskräfte haben das hingekriegt, dass mir das Bein nicht mehr wehtut. Zum Beispiel jetzt, wenn es so warm ist wie heute, einfach in der Wärme oder wenn ich lange Auto fahre, hat mir das Bein immer wehgetan an dieser Krampfader. Und das ist nicht mehr. Also diese Symbol-Energie-Medizin, ja, ist nichts, woran man glauben muss. Das passiert einfach über die Selbstheilungskräfte. Das ist kein Hokuspokus, das ist einfach Energie, Schwingungsenergie. Ja, da gibt es auch viele Möglichkeiten, da kann man ganz viel machen. Zum Beispiel Wasser informieren. Auch das, genau. Danke für das Stichwort. Genau, man kann auch Wasser informieren. Also was ich zum Beispiel auch gerne mache, ist, wenn jemand irgendein psychosomatisches Thema hat, dass ich dann irgendeine bestimmte, darauf abgestimmte Information auf ein Blatt Papier schreibe, es verstärke mit einem bestimmten Symbol. Da gibt es verschiedene Kraftsymbole. Und dann setzt man eine Karaffe Wasser drauf. Dann wird das Wasser damit informiert. Man trinkt das. Und tatsächlich ist es so meistens so 5 bis 7 Tage, dann schmeckt das Wasser auch richtig gut, wenn es das Thema tatsächlich ist. Und irgendwann kommt dann der Moment, da schmeckt es nicht mehr. Das hatte ich auch schon mal mit einem, der hat da nicht dran geglaubt und meinte so, ja, nee, ich weiß nicht und so. Und dann sagte er, okay, ich mach's, ich probiere es einfach aus. Und er hat sich darauf eingelassen und er hat es gemacht. Und dann rief er mich am 7. Tag an und sagt, du hast recht, das Wasser da schmeckt so schal, das schmeckt überhaupt nicht. Ich musste das weggießen, mir war so übel auf einmal. Und ich sagte, ja, dann hat dein Körper dir gezeigt, dass das jetzt nicht mehr gebraucht wird. Du brauchst es nicht mehr, du bist durch damit.
Genau. Interessant. Ja, ja, total. Und ich probiere es selber auch immer wieder aus. Also wenn ich dann mal wieder ein Thema habe irgendwie, dann gucke ich, was ist das, was brauche ich? Und dann mache ich mir das Wasser und das schmeckt immer so gut. Und das ist dann immer so, als würde es aus einer Filteranlage kommen oder so. Also man kann es ja auch selbst mal austesten. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, Liebe finde ich toll oder Vertrauen finde ich toll, dann schreib doch einfach mal das Wort Vertrauen auf ein Blatt Papier, mach eine Karaffe mit Wasser, stell das auf dieses Wort Vertrauen und schau mal, wie der Geschmack des Wassers sich verändert. Als Vergleich kannst du vorher einen Schluck probieren, setzt es drauf und dann ungefähr eine halbe Stunde später kannst du schon anfangen zu trinken, schluckweise. Wie schmeckt es dann? Was ist anders? Es ist mega spannend. Das ist Physik. Energie. Ja, Energie. Das ist toll. Ganz genau. Ja. Ja, genau. Dankeschön. Liebe Sandra, ich danke dir, dass wir so schön das jetzt haben, hier so ausführlich behandeln können. Ja, man kann noch ganz viel mehr dazu sagen, ja. Können wir machen. Ja. Einfach weitermachen. Genau, einfach weitermachen. Vielleicht machen wir das auch nochmal bei einem weiteren Treffen. Genau. Genau. Ja, auch dir Dankeschön, dass du dabei warst. Und sei gespannt. Wir werden uns wiedersehen, Sandra und ich. Wir wollen ja auch noch ein paar Sendungen über das Human Design machen. Ja, genau. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf und freue mich auch schon riesig drauf. Ja, ich auch. Das geht mir auch so, ja. Energie. Bist du jetzt energiegeladen? Wunderbar. Ansonsten schau dir das Video einfach nochmal an oder so oft, bis es richtig dann auch bei dir wirkt. Freu dich darüber da drauf und die Sandra und ich, wir senden dir jetzt wieder von hier aus, von Herzen, alles Liebe.